Hallo zusammen, es ist mal wieder samstags morgens und jetzt ist wieder Brötchenzeit. Und ich hatte ja schon in einem anderen Video mal nachgefragt, ob ihr ein Rezept für Kartoffelbrötchen habt. Und deswegen habe ich mir für heute auch ein Kartoffelbrötchen-Rezept rausgesucht. Von Ernie ist das aus der Rezeptwelt. Und damit fangen wir jetzt an. Die Zutaten, die kriegt ihr jetzt halt so Stück für Stück mit, die lese ich jetzt nicht vorher einmal vor. Und zwar, also Kamera einmal anmachen. Ich habe jetzt Kartoffeln schon geschält und abgewogen, das sind nämlich genau 250 Gramm. Aber wir fangen an mit Dinkel, und zwar mit Dinkelkörnern. Und zwar braucht ihr dafür 200 Gramm Dinkelkörner. Die werden natürlich jetzt einmal gemahlen. Dann mache ich wieder mein Zewa rein, damit das nicht so staubt. Und zwar 20 Sekunden auf Stufe 10. Das ist doch, glaube ich, normalerweise länger, ne? Auf 20 Sekunden Stufe 10. Einmal das Mehl abklopfen, was sich am Deckel gesammelt hat. So, das sieht schon ganz mehlig aus. Jetzt kommen die Kartoffeln hinzu, die 250 Gramm Kartoffeln. Ich hatte mich gewundert, dass das rohe Kartoffeln sind. In ganz vielen Rezepten von Kartoffelbrötchen sind gekochte Kartoffeln angegeben. Ich habe in einem Kommentar unter diesem Rezept auch gesehen, dass da jemand wohl gekochte Kartoffeln verwendet hat. Das würde wohl auch funktionieren, aber ich mache es jetzt wie im Rezept. Rohe Kartoffeln, 250 Gramm. Und jetzt kommt normalerweise noch Sesam hinzu, 50 Gramm habe ich aber leider nicht. Habe ich aber auch in einem Kommentar gelesen, dass da jemand auch keinen Sesam hatte und das deswegen einfach weggelassen hat. Deswegen denke ich mal, ist das kein Problem. Und jetzt wird das Ganze 20 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinert. Deckel natürlich wieder drauf auf Stufe 8. Aha. Also das hatte sich zwischenzeitlich so angehört, als wenn das Messer leer läuft, aber dann fällt das sowohl so immer wieder Stück für Stück runter und kommt dann halt doch noch ins Messer rein. Jetzt kratze ich hier den Deckel noch. Naja, ein Katzenhaar muss ja nicht dabei sein. Ne? Kratze ich noch den Deckel einmal frei. So. Jetzt kommen auch schon die nicht ganz alle restlichen, aber fast alle restlichen Zutaten hinzu. Und zwar einen ganzen Würfel Hefe. Blub. Ich zerbrösel den diesmal noch ein bisschen, weil irgendwie hatte ich so das Gefühl, letztes Mal, als ich die dann so ganz rein gemacht habe, auch wenn das natürlich jetzt alles wunderbar verknetet wird, aber irgendwie, ich mache es einfach mal. Jetzt kommt Wasser, 200 Gramm. Hier, 210. Diese 10 Gramm, die schöpfe ich jetzt ab, denn es war in einigen Videos war nämlich davon die Rede, dass die Brötchen sehr klebrig sind. Und wenn natürlich jetzt noch mehr Feuchtigkeit drin ist, dann
Ja, wird das wahrscheinlich auch klebrig. So, jetzt habe ich genau 200. Ich hoffe, dass... Mal gucken, ob man da wirklich so pingelig sein muss, aber ich mache es einfach mal. Jetzt kommt Öl. Dann nehme ich Sonnenblumenöl. Und zwar 20 Gramm. Da versuche ich jetzt auch, das genau zu machen. Ja, 20 Gramm. Ich habe schon bei 10 aufgehört zu schütten, weil das hängt ja immer ein bisschen hinterher. Salz und Zucker. 2 Teelöffel Salz. Ja, die mache ich jetzt eigentlich so nur ganz leicht gehäuft. Zwei Teelöffel Salz und einen Teelöffel Zucker. Da das gleiche, so leicht, leicht, ganz leicht gehäuft. Das Ganze wird jetzt erwärmt, damit die Hefe wahrscheinlich schön geht. Und zwar 3 Minuten auf 37 Grad auf Stufe 3. So, das ist jetzt sehr pumpig. Jetzt kommt die restliche und die letzte Zutat hinzu, und zwar Mehl. Da stand jetzt nicht was für Mehl, deswegen gehe ich mal davon aus, ganz stinknormales Mehl. Dann mache ich das jetzt mal mit dem Löffel rein. Es kommen, ich hoffe, das reicht überhaupt noch. Ich habe jetzt extra noch normales Weizenmehl hingestellt, vorsichtshalber, falls es nicht reicht. Und zwar 350 Gramm. So. Das sind 350 Gramm. Ich muss also schon wieder mal normales Mehl kaufen. Von dem Rest habe ich noch genug, aber das normale nicht mehr. Das Ganze wird jetzt verknetet und zwar 2 Minuten auf der Teigknetstufe, Deckel verschließen und die Teigknetstufe.
ballert den einfach nur so hin, damit er da so einen kleinen Widerstand hat. So. Weil, wenn er sich ja nämlich nur dreht auf dem Messer, dann kann das, dann bringt das ja gar nichts. Deswegen habe ich mir überlegt, machst du das doch mal mit dem Spatel. So, jetzt ist nämlich das auch eingetreten, was auch in vielen Kommentaren dazu schon stand. Das wollen wir mit Teller. Und zwar, dass der Teig sehr, sehr klebrig sei. Und das ist in diesem Fall nämlich auch so. Wobei die dann einfach nur die Teiglinge mit feuchten Händen geknetet haben und dann beziehungsweise geformt haben und dann wäre das eigentlich schon gegangen. Deswegen mache ich das jetzt auch mal so. Ihr habt mir ja ganz lieberweise einige Tipps auch gegeben zum Thema Brötchen schleifen und dass man da halt nur ganz wenig Mehl beziehungsweise die Arbeitsfläche einmal mit einem feuchten Tuch abwischen soll, damit man das gut gut schleifen kann. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Das ist also jetzt mein zweites Mal schleifen. Achso, sind wir jetzt überhaupt schon so weit fertig? Ja, ne? Genau. Jetzt folgt als nächstes vom fertigen Teig ca. 12 Brötchen formen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Das habe ich noch nicht vorbereitet. Das mache ich jetzt eben, das Backblech vorbereiten, sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich auch schon wieder. Jetzt hole ich den Teig mal raus. Ich mache jetzt wirklich nur ein ganz kleines bisschen Mehl hier mal auf die Arbeitsfläche. Also wirklich nur ganz, ganz wenig. Und da mache ich jetzt einfach mal den Teig drauf. Habt ihr übrigens auch rausgefunden, dass ihr den Mixtopf dann so halten könnt? Das irgendwie ist mir das. Kann natürlich sein, dass ich da jetzt einer der Letzten bin, der das rausgefunden hat. Aber, ja. So, der kommt jetzt hier einfach drauf. Na, guckt mal. Trotz des doch sehr klebrigen Teiges ist da nur noch ein ganz kleines bisschen drin. Ach so, feuchte Hände, ne? Jetzt... ich habe jetzt die Spüle dazu gebaut. Deswegen nehme ich da jetzt einfach mal einfach hier meinen Bottich. Jetzt bin ich gespannt. Ich mache die einfach ganz nass und gucke einfach mal hier erst. Ob das jetzt nicht zu nass ist, weiß ich nicht. Also ich trenne mir jetzt einfach so ein bisschen ab. Oh ja, oh ja, oh ja. Wow, das geht gut. Hoffe, jetzt klebt es wieder ein bisschen. Also ihr dürft dann auch nicht zu lange machen. Boah, oh, das sieht aber süß aus. Das sieht aber süß aus. Ihr braucht den Backofen nicht vorheizen, weil die gleich im Backofen bei 50 Grad gehen müssen und ihr dann erst den Backofen auf die gewünschte Temperatur bringt. Von daher nicht vorheizen. Das ist zwar hier eine absolute Schweinerei, aber es klappt. Also die sind sehr, ja, sehr breiig noch irgendwie. Beim Schleifen braucht ihr dann wirklich nur so ganz leicht die Hand drüber. Und dann lasse ich die so aufs Backblech plumpsen. Da hatte übrigens, ich weiß jetzt nicht, wer es war, hatte mir eine ganz, ganz tolle Seite empfohlen. Den
Plötz-Blog, irgendwie so, glaube ich. Ich verlinke euch das in der Infobox. Da sind ganz tolle Videos zum Thema Brötchenformen, Teigkneten, also ganz tolle Sachen. Das verlinke ich euch mal unten, dann könnt ihr da mal reingucken. Da wird allerdings nicht gezeigt, wie er die Teige macht, sondern nur, wie er die dann verarbeitet. Das klebt schon wirklich ganz schön. Aber naja, was macht man nicht alles samstags morgens, um Brötchen zu essen und um euch zu belustigen, nicht wahr? So, die restlichen, da guckt er mir jetzt nicht zu. Bis gleich. So, Hände und Arbeitsplatte sehen aus wie Schwein. Ich stelle die mal kurz beziehungsweise ich zeige es euch mal eben. Also so sieht es jetzt aus. Ich habe halt hier, ich weiß nicht, was ihr jetzt alles für Brötchen seht. Ich zoome mal eben ein bisschen raus. Ein paar kleine, ein paar, naja, etwas größere. Aber das ist jetzt mal nicht schlimm. Ich muss mir eben die Hände waschen. Wenn ihr diese Brötchen auch schon mal ausprobiert habt, weil es gab Kommentare in den Videos, dass die Brötchen überhaupt nicht klebrig waren und jetzt hier doch, also in diesem Fall klebrig sind und auch bei ganz vielen anderen waren die klebrig. Vielleicht habt ihr die ja auch schon mal ausprobiert und die waren nicht klebrig. Vielleicht könnt ihr da nochmal posten, was ihr da vielleicht anders gemacht habt. Weil ich hatte von einem gelesen, der oder die, weiß ich nicht mehr genau, hatte da noch ein bisschen Mehl mit rein gemacht. Aber ich wollte das jetzt nicht machen. So, das Backblech kommt jetzt bei 50 Grad. Ich mache das jetzt auf die zweite Stufe von oben. Auf 50 Grad Ober-Unterhitze. Vielleicht hätte ich es doch schon mal auf 50 Grad Ober-Unterhitze vorheizen sollen. Naja, da bleiben die jetzt drin für 15 Minuten. Mein Handy muss ich gleich eben noch holen. Da sollen die jetzt gehen. Und dann, nach diesen 15 Minuten, wird auf 200 Grad Ober-Unterhitze geschaltet. Und dann, genau. Dann sehen wir uns also nach 37 Minuten, beziehungsweise ich lasse erst ein bisschen abkühlen, sehen wir uns wieder. Und dann zeige ich euch, was draus geworden ist. Bis gleich. So, die Brötchen sind fertig, aber ich glaube, die sind nicht so wirklich was geworden. Die sind zwar braun, aber das ist irgendwie jetzt alles fast zu einem Brei zusammengelaufen. Und die sind extremst flach. Da habe ich mir mehr erhofft. Ich zeige es euch. Ich habe jetzt doch noch mit, zumindest manche, ihr seht die dunkleren, mit Eigelb bestrichen. Da, das ist halt alles, ne, irgendwie zusammengepappt. Deswegen habe ich euch auch jetzt schon dazu geholt und nicht erst gleich, wenn sie abgekühlt sind. Naja, ich werde dann gleich probieren, trotz allem. Wenn sie nichts geworden sind, seht ihr das Video nie. Und wenn sie was geworden sind, dann seht ihr das Video. Und dann sage ich, bis gleich. So, jetzt kommt der Geschmackstest. Beziehungsweise, ich habe schon probiert und ich bin extremst überrascht. Das muss ich wirklich zugeben. Also die ließen sich ganz leicht voneinander trennen. Ich zeige euch jetzt nochmal hier eins in die Kamera. So sehen die aus. Die sind halt jetzt sehr flach. Aber, und auch eigentlich sehr weich. Aber das ist eigentlich nicht schlimm, weil aufschneiden kann man sie trotzdem. Dann hat man halt so flache Scheiben.
ein bisschen Brotscheiben. So sieht es dann von innen aus. Also sind sehr weich. Das muss ich sagen. Ich probiere sie jetzt nochmal mit euch zusammen und mit der Teewurst, die ich gerade gemacht habe. Und euch jetzt hier nochmal irgendwo einblende. Butter noch. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass die so gut schmecken. Die sind auch, was wollte ich jetzt sagen? Achso, die mit dem Eigelb, die sind natürlich von der Farbe her deutlich besser. Ich zeige euch mal, habe ich noch eins ohne Eigelb? Also das ist mit. Ja, hier, da sieht man es schon. Also das jetzt ohne ist zwar auch schön braun, aber das mit dem Eigelb ist natürlich deutlich brauner, beziehungsweise hier, da sieht man es auch sehr deutlich. Ja, ließen sich überraschend gut voneinander trennen, weil ich dachte, das ist halt alles jetzt so ein Einheitsbrei geworden. Aber dem war gar nicht so. So kann man sich nämlich auch täuschen. Und Teewurst. Da mache ich auch noch mal ein bisschen Pfeffer drauf. Meinen leckeren Pariser Pfeffer vom Weihnachtsmarkt. Ich erwähne es immer wieder gern. Und jetzt kommt noch mal mit euch zusammen der Geschmackstest. Einwandfrei. Also sind jetzt fester als diese, ich hatte ja mal Weizenbrötchen vom Bäcker gemacht, blende ich euch auch hier eben ein. Die waren auch sehr, 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 sehr gut. Die sind jetzt ein bisschen fester als die Weizenbrötchen. Aber trotzdem weich und auch sehr sättigend. Deswegen, trotz, dass ich vorhin dachte, als ich sie aus dem Backofen geholt habe, sie seien nichts geworden, die Meinung muss ich deutlich revidieren und muss sagen, sind wirklich gut. Und ihr dürft sie gerne nachmachen. Ja, das war es auch schon. Ich lasse mir jetzt hier den Rest nochmal schmecken. Und dann sage ich bis demnächst und bis in einem nächsten Video.